Hallo Ali und herzlich willkommen. Es gibt wieder Flammkuchen. Ich zeige heute, wie ich eine süße Variation herstelle. Zunächst einmal werde ich dafür die süße Creme herstellen. Dazu brauche ich heute nicht viel. Als erstes nehme ich hier 250 Gramm Mascarpone-Creme, 250 Gramm Joghurt, das ist ein mildes, recht flüssiges Joghurt, 2 Teelöffel selbstgemachten Vanillezucker, ein paar Spritzer Limette und etwas Limettenabrieb. Sollte die Creme nachher zu fest werden, dann kann ich immer noch ein bisschen mit Milch nachhelfen und sie etwas flüssiger machen. Ich werde das Ganze jetzt erstmal in eine Schüssel geben und gut durchrühren. Als erstes gebe ich dann die Mascarpone-Creme in die Schüssel, dann Joghurt dazu. Ja, der ist hier wirklich schön dünnflüssig. In dem Fall wirklich ideal, weil die Mascarpone-Creme ist ja relativ fest. Dann 2 Teelöffel von meinem Vanillezucker, den Limettenabrieb und einen kleinen Spritzer Limette. So, das reicht auch schon. Und jetzt das Ganze gut durchrühren. Es sollte möglichst gleichmäßig sein, also keine Klümpchen mehr drin sein. Und wenn dann alles eine schöne gleichmäßige Masse ist, einfach mal schauen, ist es dünnflüssig genug oder ist es noch zu fest? Sollte es zu fest sein, einfach noch einen kleinen Schuss Milch mitzugeben. In meinem Falle ist das jetzt hier genau richtig. So, ja, das war es dann auch schon. Jetzt kann die Creme schon auf den Flammkuchen gegeben werden und mit lecker Obst belegt werden. Ich beginne dann wie immer, mache erstmal also die Creme oben auf. Auch wieder so 2-3 Löffelchen. Und verteile dann alles schön. Und wenn dann alles schön verteilt ist, gebe ich als erstes die Mangostückchen rauf. Als nächstes kommen dann die Himbeeren. Und dann die Blaubeeren. Dann noch ein paar Mandelsplitter. Die geben nachher einen ganz angenehmen Biss nochmal. Dann gebe ich noch ein paar kleine Spritzer Limette oben rüber und ein wenig Honig. Und dann kann das Ganze raus aufs Feuer. Der Grill ist wieder auf volle Pulle geheizt. Und jetzt kann das schöne Stückchen hier schön knusprig werden. Und schwupps, schon ist er fertig. Das waren jetzt ungefähr 8 Minuten. So. Ja, das ging gerade so. So bringe ich ihn jetzt in die Küche und so schneide ich ihn jetzt auf. So sieht das gute Stück jetzt aus. Der Boden ist wieder wunderbar knusprig. Obendrauf durch die vielen Früchte ist es natürlich ein bisschen saftig. Ich serviere dazu noch einen Chai Latte und noch etwas frisches Obst, ganz rustikal auf dem Holzbrettchen. Ja, ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachmachen, ein gutes Gelingen und wie immer einen guten Appetit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!